Der Plan ist eine stetige Verbesserung und ich habe ein gutes Gefühl dabei. Wie gesagt, es ist eigentlich nichts mehr, das mich jetzt aufhalten kann, gut zurückzukommen. Und ich hoffe, dass ich jetzt dementsprechend bald die nächsten Schritte einleiten kann und dann auch im neuen Jahr wieder angreift. Ich weiß ja auch, dass ich nach so langen Monaten wieder zurückgekommen bin und jetzt ist eine kürzere Periode und ich werde wieder dahin kommen, wo ich auch am Anfang davon der Saison gestanden bin. Da bin ich 100% davon überzeugt. Dann werde ich mich auch wieder eingliedern in die Mannschaft. Und dann muss ich meine Leistung bringen. Und dann ist der Trainer derjenige, der dann die Sachen entscheidet. Und ich gebe mein Bestes und versuche natürlich meinen Input zu geben. Und das in jeder Trainingseinheit und jedem Spiel zeigen. Klar spielt der Kopf vielleicht eine größere Rolle wie die Jahre zuvor, weil die Belastung ist höher. Die Verletzungen sind da und dann wieder zurückzukommen ist eine große Aufgabe. Und da spielt der Kopf, denke ich, eine große Rolle, gerade wenn man länger verletzt ist, um sich da die Geduld zu bewahren, das richtig auszukurieren und dann wieder darauf hinzuarbeiten, dass man ein Top-Level erreichen kann. Gerade bei den großen Vereinen, die auch international natürlich ihre Leistung zeigen müssen. Insofern ist der Kopf sicher ein großes Element, das dazu beisteuert, dass man wieder gut zurückkommt. Und man muss immer dran glauben.